Ja, die Eurokrise oder auch Finanzkrise, von vielen auch als Bankenkrise bezeichnet, ist ja derzeit eine Situation, die in aller Munde ist. Und es ist für viele spürbar, dass hier Ereignisse, Geschehnisse auf uns zukommen, die ein grundsätzliches Umdenken notwendig machen. Die Frage ist, wie spielt das in die betriebliche Altersversorgung rein oder welche Konsequenzen resultieren daraus für die betriebliche Altersversorgung? Und ich denke, da ist die Erkenntnis relativ einfach, wenn man sieht, dass heute in sehr vielen Unternehmen, nicht in den Großunternehmen, nicht in den ganz großen mittelständischen Unternehmen, die schon lange anders arbeiten, aber in den kleineren, in den mittleren Unternehmen, läuft die betriebliche Altersversorgung vor allem über Versicherungslösungen. Versicherungslösungen sind in der Regel durch Staatspapiere rückgedeckt, das heißt, Versicherer investieren im Wesentlichen in Staatspapiere. Es gibt auch auf YouTube interessante Beiträge von Frontal 21 zum Thema Lebensversicherung und Eurokrise, in dem ganz klar gezeigt wird, dass Versicherer teilweise nicht mal Auskünfte geben oder sich teilweise in Stillschweigen verhüllen zum Thema, in welchem Krisenland ist wie viel investiert. Und das ist natürlich, wenn man mal die betriebliche Altersversorgung anschaut und letztendlich den Paragraph 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz mit der Folge, dass der Arbeitgeber immer für seine Zusage, immer für die betriebliche Altersversorgung haftet, auch wenn er sich eines anderen Durchführungswegs, Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds und so weiter bedient, der Arbeitgeber haftet dafür. Und wenn ich diese beiden Punkte zusammenzähle und sehe, der Arbeitgeber haftet und letztendlich wird das Geld in Papier, in Staatspapieren, vermutlich nicht mal ausschließlich in Deutschen. Deutsche bringen nicht einmal 1,75% Zinsen regelmäßig und nachhaltig. Vermutlich zum Teil wirklich in riskanteren investieren, ist es natürlich ein Risiko, dessen sich der Unternehmer bewusst sein muss und ja auch irgendwann bewusst sein wird. Und die notwendige Folge daraus ist aus meiner Sicht ganz klar, dass der Unternehmer zunehmend weggeht von der Investition in Staatsanleihen, in Versicherungsprodukte zur Investition in inflationsresistentere, in inflationsstabilere Werte, wie zum Beispiel Sachwerte und Realwerte. Im Zweifel auch in die Kraft des eigenen Unternehmens und damit in die Krisenfestigkeit. Aus meiner Sicht hat das Thema Finanz- und Eurokrise ganz erhebliche Auswirkungen auf die betriebliche Alterssorgung und birgt in sich eine sehr starke Aufforderung weg von der Investition in Versicherungsgesellschaften und damit in Staatspapiere und damit auch in Krisenländer hin zur Investition in Sachwerte, in Realwerte, in greifbare, inflationsgeschützte oder inflationssichere Werte. Und ein Durchführungsweg wie die pauschal dotierte Unterstützungskasse oder auch die beitragsorientierte Direktzusage sind hier zwei Durchführungswege, die hier geeignet sind, die sich auch frei rückdecken lassen im Fall der pauschal dotierten Unterstützungskasse oder auch Unternehmenskasse, wie sie genannt wird, sogar ein Durchführungsweg, der bilanzneutral ist und der eine freie Kapitalanlage ermöglicht.